Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin erwacht, konnte nicht mehr schlafen und dachte mir, ach komm, pack die Pinkbox aus. Ja, Pinkbox angekommen. Diesmal mit für mich interessanter Zeitschrift, Brigitte. Wollte ich schon lange mal reingucken, habe ich bisher noch nicht. Und daher bin ich mal neugierig und finde es interessant. Lass ich mich überraschen. So, dann haben wir hier noch irgendwelche Werbung. Die tun wir mal beiseite. Und wir gucken jetzt hinein. Was haben wir in der Pinkbox? Sadele. Happy Birthday, 3 Jahre Pinkbox. Ah ja, 3 Jahre. Das soll ja wohl eine sehr besondere Box sein, hoffe ich. Womit geht's denn los? Mit L'Oreal Elvital Anti-Haarbruch, Tiefenrepair, Kur zum Ausspülen. Für trockenes, strapaziertes oder brüchiges Haar. Tja, das passt dann leider nicht zu mir, denn ich habe kein trockenes, kein strapaziertes oder brüchiges Haar. Habe ich nicht. Daher passt nicht so wirklich zu mir. Schauen wir weiter. Nun denn. Nochmal Haar. Traumlocken. Tägliches Stylingspray. Reaktivierte, definiert natürliche Locken. Tja, also das passt dann auch nicht zu mir, denn ich habe keine Locken. Tja. Nun denn. Schauen wir weiter. Was haben wir hier? 24 Stunden Feuchtigkeit, so eine strahlende Creme für normale Haut. Das ist okay. Weiter steht hier nichts. Nö, einfach nur eine Wildrosencreme. Gut, eine Wildrosencreme. In Mini-Format mit 16 Milliliter. Was ist das hier? Ja. Spitze. Sehr spitze. Gut. Nun geht ein Gimmick. Was haben wir hier? Einen roten Nagellack. Der sieht wirklich gut aus. Der gefällt mir. Von der Farbe her gefällt er mir. Kann man nicht anders sagen. Aiden. Ja, sieht nett aus. Also der hat wirklich eine schöne Farbe. Essential Garden Joyful Rose Eau de Parfum. Passt ja zur Wildrosencreme. So, wollen wir mal öffnen. Wir sind gespannt, wie es riecht. Aha, interessanter Flakon, als wenn einer was abgebissen hätte. Ja. Lassen wir mal ein bisschen wirken. Mal gucken. Was haben wir hier sonst noch? Wir haben hier eine Leseprobe Heldentage. Aha. Worum geht's denn da? Lea ist 15 und hat Träume. Ach nee. Sie will schreiben. Sie will rennen. Ohne je aus der Puste zu sein. Sie will so wunderschön sein wie ihre beste Freundin Pola. Wie heißt denn Pola? In ihren Träumen ist Lea eine Heldin. Im richtigen Leben klappt es manchmal nicht. Gerade hat sich Lenny, Leas erster Freund, von ihr getrennt. Sie vermisst ihn schrecklich. Leas Mutter versinkt in ihrem eigenen Problem und kann Lea nicht helfen. Aber es gibt ja noch Pola und die Clique. Und einen tollen neuen Jungen an der Schule, der sich unbegreiflicherweise für Lea interessiert. Im Laufe eines langen Sommers findet Lea heraus, dass sie eigentlich doch auch eine Heldin ist. Jeden Tag ein bisschen. Klingt für mich nach Bullshit. Nix für mich. Das ist eher so Kinderroman. Nix für mich, wie gesagt. Probier mich, ein HelloFresh-Gutschein. Haha, was haben wir hier noch? Und Werbung für Hydroskin. 3 Euro und 5 Euro Rabatt. Ja, ne, das war's mit der Werbung. Jetzt riechen wir mal Parfum. Das riecht gar nicht so schlecht. Das Parfum riecht gar nicht so schlecht. Hat so einen klar Rosenduft. Sehr leicht. So ein morgendlicher Rosenduft. Oder? Doch, der gefällt mir. Doch, das Parfum gefällt mir. Das ist jetzt mein Highlight-Produkt aus der Box, was mir gefällt. Durchaus. Also das Parfum finde ich super. Der Nagellack ist hübsch. Die Rosencreme. Und denn? Ich hatte die schon mal irgendwo drin. Die Haarprodukte passen nicht zu mir. Und das ist jetzt halt ein Gimmick halt jetzt. Okay. Die Box ist durchschnittlich, denke ich. Da ist jetzt nicht außergewöhnlich. Keine special, wirklich special Geburtstagsbox. Aber nun denn, ich bin in den letzten Monaten nicht mehr wirklich viel, ja, wie soll man das sagen? Meine Erwartungshaltung gegenüber der Pinkbox ist nicht mehr sehr hoch.
Drücken wir es so aus. Trotzdem bin ich zufrieden, weil mir das Parfum gefällt, der Nagellack okay ist. Daher beschwere ich mich nicht. Ist in Ordnung. Wie gesagt, ich mag das Parfum, daher alles gut. Ja, die Haarprodukte werde ich weitergeben und dann schauen wir mal, was in der nächsten Box drin ist. Wie hat euch die Box gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!